Hallo zu diesem Schreibgestöber. Ich habe Dinge getan. Ich habe es nämlich relativ gut und zeitnah geschafft, die Novelle soweit zu plotten. Also von den groben Punkten zu den etwas feineren Punkten, zu sowas wie einem Zeitstrahl, zu sowas wie Eckpunkte, wann, wie, wo im Zeugs, wann da Person ist. Und habe das alles auch dokumentiert. Und ja, das hat funktioniert. Ich bin gespannt. Ich hatte auch auf Patreon die Tage ziemlich verspätet Sachen gemacht. Das waren halt einerseits das Rezept und andererseits war es mein Weg als Autorin. Was einfach daran lag, dass ich durch die letzte Woche einfach das vollkommen verpennt habe. Das heißt, am Wochenende nachgereicht, damit es halt noch rechtzeitig irgendwie kommt. Also damit es überhaupt noch kommt. Und war da dementsprechend ein bisschen, ja, im Verzug. Ist mir lange nicht mehr passiert. Normalerweise plane ich sehr lange vor. Habe ich jetzt für das nächste Mal auch schon teilweise gemacht, aber noch nicht ganz. Also ich habe das Rezept schon vorgeplant für den Juni. Für Juli fehlt mir noch eine Kleinigkeit. Ansonsten habe ich eine coole und eine nicht so coole Sache. Mein Buch befindet sich beim Scouts Award auf der Liste. Ich lasse mein Buch vom Scouts Award von der Liste nehmen, weil die KI unterstützen und KI-Bücher als auch KI-Cover da haben. Und ich weiß nicht, ob die Leute, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, KI ist nichts anderes als Clown von Kunstschaffenden, weil diese KI musste ja mit irgendwas trainiert werden und das wurde sie mit Kunst, unter anderem von Kunst von FreundInnen von mir. Und, also bei den Bildern gerade, bei den Coverdesigns, bei den Bildern. Und das ist eine Sache, die ich halt absolut nicht vertreten kann. Erstens verstößt es massivst gegen das Urheberrecht, wenn einfach Dinge von anderen geklaut werden, ohne dass da irgendeine Lizenz ist. Und zum Zweiten ist es einfach ein Fakt, dass ich es als Künstlerin unmöglich finde, dass Leute mit KI-Büchern schreiben und sagen, ja, das ist meine Idee. Du hast nur Eckpunkte in eine Datenbank eingepflegt und daraufhin ist dann was ausgespuckt worden, was du halt einfach blöd kopiert eingefügt und vielleicht mal minimalst überarbeitet hast. Sorry, aber das ist keine Kunst. Das ist eine Datenbank nutzen. Das kann jeder. Du kannst googeln. Es ist nichts anderes als googeln und Suchergebnisse rauskopieren. Sorry, aber da bin ich empfindlich und ein bisschen biestig vielleicht auch. Ich halte mich immer noch sehr brav zurück. Ich bin da jetzt nicht so die lauteste Schreierin, was das Thema angeht, außer dass ich es halt absolut nicht gut finde und absolut nicht unterstütze. Und ich gucke mir den Scouts Award jedes Jahr aufs Neue an. Sie hatten vor 2 Jahren ja diese krassen Queerfeindlichkeitsgeschichte, dass da halt Leute queerfeindliche Aussagen gemacht haben und ähnliches. Das fand ich schon scheiße, aber man hat ja manchmal noch so ein bisschen Hoffnung in die Menschheit und dass sie vielleicht daraus lernen. Und sich nicht noch den nächsten Scheiß reißen. Und in dem Fall ist es der nächste Scheiß, der gerissen wurde. Weil sie wohl festgestellt haben, oh ja, wir haben ja KI-Einträge. Ja, nee, also das müssen wir jetzt mit den anderen Sachen ja zusammen bewerten, weil wir haben ja jetzt nicht die Zeit, die Lust und die Muße zu sagen, ja, nee, sorry, KI geht nicht. Und wir können auch unsere Regeln ja jetzt nicht im Nachgang ändern. Ihr Leute, habt ihr in euren Regeln nicht drinstehen, dass dieses Buch, was da eingereicht ist, das Buch urheberrechtlich bei der Person liegen muss? Weil wenn da KI drin ist, in den Texten oder im Cover, ist es nicht. Das ist nicht urheberrechtlich. Das ist dann bei den Personen, wo diese Datenbank das gespückt hat. Und dann müsste eigentlich theoretisch der Award oder was auch immer eigentlich an die Datenbank gehen und nicht an die Leute. Sorry, ich weiß, dass KI in ganz vielen Bereichen sehr präsent ist. Ich arbeite in einer Firma, in einer Softwarefirma, wo wir auch für also Marketplace-Anbieter haben, die mit KI Texte generieren. Das ist eine Sache, um die es nicht drum herum kommt, aber da geht es um keine künstlerischen Texte. Da geht es um andere Dinge. Und da ist es halt auch einfach so, ich finde es halt nicht gut, aber ich kann halt nichts dagegen tun. Ich arbeite halt da, ich kann mich jetzt schlecht querstellen. Und das ist halt einfach so der Punkt, ne? Bei Büchern denke ich mir so, wenn ich sehe, dass, also wenn ich mitbekomme, dass KI-Kunst irgendwie bei einem Buch genutzt wird, sei es für Charakterkarten, fürs Marketing, sei es für irgendwelche Gegenden und Sachen. Ich habe nichts dafür, wenn man sich Inspiration davon holt. Aber das packt man dann nicht als Marketing auf Social Media. Und ja, das wird hier gerade so ein leichter KI-Rant, sorry. Das pisst mich ein bisschen an. Weil
Der Punkt ist einfach, ich bräuchte gerade diese Nominierung und auch weiterzukommen in dieser Nominierung für die Eintragung meines Pseudonyms, weil ich gerne mein Pseudonym eigentlich eintragen möchte und dafür muss ich laut der Stadt hier beweisen, dass ich mit meinem Pseudonym bekannter bin als mit meinem richtigen Namen. Was an und für sich nicht schwer ist, weil ich mir denke, so, an was willst du das messen? Wenn du meine Facebook-Freunde nehmen möchtest, das sind so 30, meine Follower auf Instagram sind über 600, meine Follower auf Twitch sind über 700. What? Aber ja, um solche Beweise zu kriegen, wäre es halt beispielsweise wichtig, bei einer Nominierung dabei zu sein. Ja. Ich habe es jetzt zurückgezogen. Also ich versuche es gerade noch zurückzuziehen. Ich habe denen auf Instagram geschrieben, die haben noch nicht reagiert. Ich habe denen jetzt auf Facebook geschrieben und bin mal gespannt, ob sie da reagieren oder ob sie mir zumindest eine E-Mail-Adresse geben, wo ich reagieren kann. Weil diese Leute zu erreichen ist interessant und weird. Auf Facebook haben sie es mich nicht nur, sich noch nicht mal angesehen und ich habe sie unter anderem dazu verlinkt, aber haben gestern im Laufe des Tages schön fleißig Leute geteilt, die geschrieben haben: Oh mein Gott, ich bin auf der Longlist. Cool, danke. Naja, ich bin auf jeden Fall gegen KI. Ich bin gegen KI-Nutzung. Ich finde es kacke, dass es so passiert, wie es gerade passiert und dass sie das einfach durchgehen lassen. Urheberrechtlich ist das eine ganz schwierige Geschichte und ich bin sehr froh, wenn bald KI gekennzeichnet werden muss. Und ich versuche, also ich habe viele im Umfeld, die da sehr ein gutes Auge drauf haben. Es ist halt einfach alles Designer. Und ich will halt auch ungern Leute supporten, die da Künstlerklau betreiben. Es ist halt einfach ein Fakt. Es ist Künstlerklau, die die betreiben. Und das finde ich nicht gut. Ja. Wir haben den 9.5. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Es ist Christi Himmelfahrt. Es ist. Moment, ich muss meine. Vatertag. Es ist entkoffeinierter Kaffee. Also, ich bin ja vom Koffein größtenteils runter. Ja, hi. Ansonsten passiert bei mir gerade ganz viel auf der Ärzteebene. Also arzttechnisch ist bei mir ganz, ganz viel los. Ich habe das ein oder andere Fass oder man könnte schon eher nennen, die ein oder andere Büchse der Pandora geöffnet. Und bin da jetzt gerade ärztetechnisch ziemlich krass unterwegs. Ich rede in einer anderen Vlog-Reihe darüber. Ich versuche es mal hier oben hinzupinnen, wenn ich es nicht vergesse. Es sind auf jeden Fall ein, zwei Diagnosen. Also eine Diagnose habe ich im Dezember schon gekriegt, eine andere Diagnose habe ich letzte Woche Montag gekriegt. Das sind ein paar Sachen, die mich jetzt ein Leben lang begleiten werden, sagen wir es mal so. Und die mich eigentlich auch schon so ziemlich mein Leben lang begleitet haben, aber sie hatten keine Namen, sie waren halt existent, aber ich wusste nicht, was es ist. Ja, ansonsten, die Testlesenden sind fleißig. Ich plane gerade parallel logischerweise die, wie heißt es gleich? Die Klappenbroschur. Ich hatte auch schon mit Lia Kontakt diesbezüglich, sie hat mir zwei, Druckereien empfohlen, die ich noch anschreiben muss bezüglich eines Angebots. Ich müsste Lia noch eine Datei, glaube ich, schicken. Und ich warte noch auf ein Bild einer Künstlerin. Diese Bilder werde ich euch auch noch demnächst einfach alle präsentieren, was da jetzt Tolles reingekommen ist. Ein paar Leute im Stream und die Leute, die auf Instagram geguckt haben beim Geburtstagsbeitrag, die haben es schon gesehen, und zwar das Bild meiner Protagonisten. Und ich habe jetzt noch zwei andere schöne Bilder gekriegt, beziehungsweise das andere wird gerade ausgearbeitet. Da ist die Künstlerin gerade fleißig dran zugange, weil sich das ein bisschen gezogen hat. Aber naja, Real Life geht halt vor. Und wenn dann alles zusammen ist, kann Lia magische Dinge tun. Und dann wird da was Geiles draus. Und ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon. Und bin mal, ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr die andere Version, das ist ja keine neue, es ist eine no andere Version, wie ihr sie dann findet. Und ich habe auch ein, zwei Schreibfehler bzw. Leerzeichenfehler noch gefunden oder finden lassen im Text. Eine Freundin liest es gerade noch, also eine meiner Testlesenden liest das erste Buch gerade komplett nochmal durch, bevor sie sich ins zweite stürzt. Oh mein Gott. Und sie hat jetzt beim zweiten Mal Lesen des Buches, beim ersten Mal hat sie es durchgesuchtet, hat sie ein, zwei Rechtschreibfehler gefunden, wie das halt ein Wort irgendwie, also was war das? Buch und Stift, Stift und Block, irgendwie da war irgendein Fehler, da fehlte ein Buchstabe, ein Leerzeichen fehlte wohl an einer Stelle. Das markiere ich mir alles gerade in meinem eigenen Printbuch, damit ich Lia sagen kann, guck mal, auf der Seite an der Stelle und auf der Seite an der Stelle. Aber es ist halt auch ein Fakt, dass es kein Buch gibt ohne Fehler. Ich habe Verlagsbücher hier, wo Tippfehler drin sind. Also
Bitte bedenkt es immer. Es ist vollkommen egal, ob Self-Publishing oder nicht. Es sind immer Fehler in Büchern. Das ist normal. Wir sind alle Menschen. Selbst eine Maschine würde das erkennen. Also würde Fehler reinbauen. Wo wir wieder bei KI sind. Jo. Das war der Take von heute. Ich weiß noch nicht, ob ich heute viel an meinem Gedöns gemacht kriege. Also die Novelle zu plotten hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. Da würde ich am liebsten jetzt direkt mit anfangen. Weil bei der Novelle zu plotten kam mir dann auch, muss ich direkt zwangsweise an das Prequel denken und wollte da direkt weiterarbeiten. Das war dann auch so, du kannst jetzt nicht ganz im Plot verbringen. Und theoretisch müsste ich ja noch Band 3 jetzt auch anfangen, um zu plotten. Da habe ich halt schon die ersten 12.000 Wörter geschrieben, da müsste ich jetzt halt eigentlich auch anfangen. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Egal. So, ich habe meine Liste, ich habe hier so eine To-Do-Liste, wo ich mir mittlerweile aufgeschrieben habe, was für Takes ich für die Videos habe, damit ich nicht vergesse, Takes zu machen, damit ich immer nicht vergesse, die Videos aufzunehmen. Und ich schreibe mir dann aber auch dazwischendurch, wenn ich gerade keine Zeit habe, in die Kamera rauszuholen, schreibe ich mir immer zwischendurch Themen auf, die ich noch besprechen möchte. Ich hoffe, das merkt man, dass das vielleicht ein bisschen strukturierter wird. Es würde mich freuen. So, ja, das war's. Wenn ihr vielleicht Erfahrung habt bezüglich Pseudonymeintragung, das Problem dabei ist halt einfach, dass jede Stadt das anders handhabt. Also eine Bekannte von mir, die wollte ihr Pseudonym eintragen und ihr wurde dann gesagt, ja, sie solle doch mal bitte ihre Verkaufszahlen offenlegen, wo ich mir auch dachte, was sind die, das Finanzamt? Das geht den Scheißdreck an, wie viel sie verkauft. Also da ist jeder anders. Muss ich mich mal informieren weiterhin? Weil mein Perso läuft eigentlich 2026 ab und ich hatte die Idee gehabt, bis dahin so viel Zeugs zu sammeln, dass, naja, ich das eintragen kann. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Weil aktuell habe ich, mich, meine YouTube-Videos, meinen Twitch-Stream vorzuweisen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich werde mal gucken. Ich werde eh alle Reserven ziehen. Ich habe auch von den Scouts Awards, habe ich mir einen Screenshot gemacht, um zu zeigen, da war mein Buch drauf und das habe ich dann runternehmen lassen, aber das ist, mal gucken, ob ich das erwähne. Wenn ich nämlich sage, ja, ich habe das runternehmen lassen wegen AI, dann sind die, oder KI, sind die wahrscheinlich einfach verwirrt, weil die halt nicht wissen, was da gerade für ein Krieg in der Kreativbubble herrscht. So viel dazu. Ich tue jetzt noch Dinge und heute ist Vampire und heute ist auch noch ESC. Es ist ESC Week. Wir haben am Dienstag, es ist jetzt voll out of Schreibbubble, egal. Wir haben Dienstag den Vorentscheid geguckt und wir gucken heute den Vorentscheid. Und Samstag ist ESC, ich freue mich schon vor. Aber ja, da fällt mir ein, dass meine Protagonisten im Band 3 auch unter anderem was mit Musik zu tun haben. Ich freue mich schon. Ich hätte gerne mehr Zeit für alles. Das ist das Einzige, was mich gerade mal wieder so ein bisschen... Das habe ich aber in regelmäßigen Abständen. Eine Sache, die mich regelmäßig ärgert, ist, dass ich gerne mehr Zeit für den ganzen Kreativkram hätte, gerne mehr Zeit fürs Schreiben hätte. Wer weiß, vielleicht sorgen die ADHS-Tabletten, die ich dann demnächst hoffentlich bekommen werde, dafür, dass ich ein bisschen effizienter unterwegs bin. Das wäre voll schnafter. Gut. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, bis dieser Vlog beendet wird. Ich sag euch mal liebevoll, bis zum nächsten Take. Einen müden guten Tag. Heute ist der 15. Das heißt, jetzt gleich geht dieses Video für die Patreon-Leute online. Und ich wollte noch einen letzten finalen Take machen, weil ich habe gesehen, dass, also ich habe in meiner kleinen Notiz-App stehen, dass noch der Abschluss fehlt. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass der heutige Tag besser verläuft, als er getan hat, als er verlaufen ist. Aber naja, Vergesslichkeit führt zu Strafe und da, ja... Jetzt muss ich noch mehr Zeug machen, als eigentlich gewollt. Egal. Ich habe die letzten Tage jetzt nichts mehr an den Projekten gemacht. Ich weiß, dass die Testlesenden fleißig zugange sind. Und ich weiß, dass ich alle wichtigen Sachen zu Lia geschickt habe. Ach so, doch, eine Sache ist noch gewesen. Die eine Künstlerin hat mir das letzte Bild geschickt und somit ist das jetzt auch fertig und bei Lia. Und ich kriege auch noch zwei tolle Sachen von ihr. Das heißt, es gibt demnächst noch was im Merch-Shop zu holen oder zu sehen oder ein neues Motiv vielleicht, was etwas unerwartet gekommen ist, aber was ich natürlich gerne mitnehme. Und ja, das war es im Prinzip auch schon wieder. Da sind schon wieder zwei Wochen um und ich habe diesmal wirklich was gepackt. Ich sage jetzt mal was geschissen gekriegt.
trotz des ganzen Chaoses, was passiert ist und was auch noch weiterhin einfach passiert. Also das Ärzte-Game ist einfach dieses Jahr richtig strong und es wird auch noch einiges schlimmer werden. Ich bin halt auch, ich weiß halt aktuell ganz ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll. Ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes, aber ich muss finanziell echt schauen, wie ich das gestemmt kriege. Es ist einfach ein Fakt und ich sage es ganz offen. Ich muss gucken, wie ich das finanziell gestemmt kriege. Weil es ist logischerweise alles eine Sache von Finanzen und durch die chronische Krankheit, die jetzt noch dazu gekommen ist, habe ich nochmal einen Kostenfaktor. Und ja, ich muss einfach gucken. Ich weiß es gerade nicht. Band 2 ist gerade bei den Testlesenden und ich könnte einfach schreien. Und ich weiß gerade nicht, wie ich es weitermachen soll, ganz ehrlich. Ich wette auch morgen, übermorgen, nächste Woche, in 3 Monaten, keine Ahnung, auch noch, wahrscheinlich noch keine Antwort haben, wenn nicht ein Wunder geschieht. Ich muss es gucken. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist gerade richtig heftig. Was ich meine, ich versuche es hier oben zu verlinken. Zur Not packe ich es unten in die Beschreibung. Ist das, was ich in einem anderen Video erklärt habe, in der Vlog-Reihe. Und ich muss da halt echt einfach gucken. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr mich da unterstützen wollt, geht gerne auf Patreon. Da könnt ihr mich unterstützen. Das hilft mir auf jeden Fall. Und sonst kauft und empfiehlt mein Buch. Das ist eine andere, weitere gute Unterstützung, wie ihr mir helfen könnt. Ja, ich muss mal gucken. Das wird noch einige Wochen und Monate wie ein Damoklesschwert über mir hängen. Ja, sorry. Das ist einfach eine Sache, die mir seit Tagen durch den Kopf schwirrt und auch dementsprechend mich ein bisschen belastet, weil es natürlich wieder anders kommt, als ich es mir gedacht habe und ich aktuell nicht weiß, wie. Punkt. Ich weiß einfach gerade nicht wie. Also mal schauen. Wird spannend werden. So, bis dahin werde ich aber weiterhin versuchen, fleißig zu sein. Ich bin froh, dass meine Testlesenden gerade dran sind. Ich werde mich bemühen, die Novelle anzufangen und da schon mal ein bisschen voranzukommen. Beziehungsweise da muss ich wahrscheinlich erst plotten weiter, also noch genauer plotten und ganz viel recherchieren, bis ich da richtig anfangen kann. Also werde ich wohl mit Band 3 plotten und weitermachen. Ich habe ja schon 12.000 Wörter geschrieben, die ich neu schreiben muss. Ich glaube, so ist der gute Weg. Ich werde es sehen. Was steht denn so an die nächsten Tage? Pfingsten, ja, habe ich frei. Nächste Woche, ja, sind Termine, sollte funktionieren. Dann bin ich wieder bei Mago. Dann habe ich Frohen Leichnam frei. Ja, bis dann ist der Vlog auch schon wieder durch, ne? Mal schauen, wir kriegen das hin, irgendwie. Ich habe die letzten Jahre irgendwie hingekriegt und ich war in weitaus beschisseneren Situationen. Gesundheitlich vielleicht nicht, aber ich war in weitaus beschisseneren Situationen und auch das habe ich auf die Kette gekriegt. Ja, irgendwie kann man immer alles schaffen. Diesen Worten, euch einen schönen, entspannten Tag. Viel Spaß euch soweit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt oder ein Abonnement. Damit dieser Account weiter wachsen kann, damit ich vielleicht auch irgendwann einmal hier drüber monetarisieren darf. Das funktioniert aber erst mit einer gewissen Aufrufzahl, also eine gewisse Aufrufzahl der Videos. Und zwar muss ich, glaube ich, 3000 Minuten in den letzten 365 Tagen irgendwie haben und ich brauche mindestens 500 Abonnenten. Alles hat seine Kriterien. Bis dahin. Tschüss.